Guten Abend und herzlich willkommen zum Finanzrudel Community Talk. Ja, ihr habt es ja wahrscheinlich schon so ein bisschen mitbekommen, die mir auf Instagram oder auch auf YouTube im Community Tab folgen. Ich habe viele Erfahrungen gemacht in den letzten 6 Jahren. Konnte da wirklich sehr viel, ich sage jetzt mal, Investment-Erfahrung sammeln. Ich bin bei weitem noch kein Experte oder so, aber habt auf jeden Fall wirklich das ein oder andere erleben dürfen. Auch den ersten Crash letztes Jahr. Und da ging natürlich das Portfolio drunter und drüber. Und mit der Zeit habe ich immer mehr und mehr festgestellt, dass es eigentlich nur eine vernünftige, rationale Lösung gibt für dieses ganze Dilemma. In was soll man investieren? Wo gibt es die beste Rendite? Wie kann man am besten vermögend werden? Und ja, das ist die neue Strategie. All in Bitcoin. Ja. Das ist wirklich, das ist einfach das einzig wahre, rationale, was man als Kapitalist machen kann. Nämlich dorthin gehen, also follow the trend im Prinzip. Und am besten, ja, am besten sogar noch, wenn wir das auch mal kurz anschauen, dann kann ich das auch für euch bereit machen. Auch sehr wichtig. Wenn wir das hier einfach mal rüber schauen, uns mal den Bitcoin-Kurs anschauen. Das ist die einzig wahre Möglichkeit, meine gesamten 1,2 Millionen Schweizer Franken in 21,7 Bitcoin zu konvertieren. Weil, wenn das natürlich so ist, dass der Bitcoin auf 100.000 geht, dann hätte ich mit meinen 21,7 Bitcoin bereits 2,17 Millionen. Aber natürlich ist bei 100.000 noch nicht Halt. Ja? Sondern der Bitcoin soll ja angeblich Minimum 500.000 erreichen. Und bei 500.000 wären wir natürlich schon bei sage und schreibe über 10 Millionen. Aber natürlich stoppt es nicht dort bei 500.000, sondern wahrscheinlich ist da Bitcoin. Und das wissen wir ja alle, da wir rationale, vernünftige Investoren sind, bei Minimum 1 Million anzupeilen. Und wenn halt der Bitcoin bei 1 Million ist, und man dann 21,7 Bitcoins hat, weil man heute All-In gegangen ist, so wie ich natürlich, ja, hat man natürlich dann zu diesem Zeitpunkt 21,7 Millionen Schweizer Franken. Und der liebe Yeah, ergänzt auch nochmal ganz richtig. Er hat das noch nicht so, also er ist auch schon auf der guten Spur, was ein rationaler, vernünftiger Investor macht, der auch wirklich sein Risiko hedged, indem er all-in in Bitcoin geht, ja. Dass man am besten noch einen Zehnerhebel verwendet. Also, ich meine, es liegt ja klar auf der Hand. Wir haben jetzt hier den schönen Bitcoin-Kurs von einem Monat. Der Trend ist klar zu erkennen, was wir hier für eine Rendite machen können. Dass man bei 1,2 Millionen am besten einen Leverage von 10 verwendet. Also eigentlich statt 1,2 Millionen investiert man eigentlich 12 Millionen. Dass wir natürlich auch wirklich das volle Potenzial von Bitcoin verwenden können, indem wir halt nachher im Prinzip knapp 217 Bitcoins uns akquirieren. Ja, und das ist eigentlich die einzige rationale, vernünftige Denkweise, wie ein Investor tatsächlich vermögend wird über die Jahre hinweg. Und das soll natürlich keine Aufforderung sein, jetzt hier meine Investmententscheidungen, die ich wirklich gut durchdacht habe und überhaupt nicht von Gier geleitet sind und auch überhaupt nicht, von irgendwelchen irrationalen Gedanken geleitet werden, sondern das sind völlig rationale, vernünftige Entscheidungsmuster, wo eigentlich grundsätzlich jeder Investor auf diese Entscheidung kommt, auf einmal einfach zu sagen, all in Bitcoin. Ja. Natürlich ist das alles keine Anlageempfehlung. An dieser Stelle, es soll jeder genau wissen, was er mit seinem eigenen Geld macht. Und ich weiß nicht.
Man muss ja an dieser Stelle auch sagen, wenn das Ganze natürlich dann auch aufgeht, wo ich hundertprozentig fest von überzeugt bin, dann, ja, sollte ich mich in Thomas der Bitcoin-Kojote am besten umbenennen. Ja. Und das wird eine neue Ära sein auf diesem Channel mit den Krypto-Updates, mit den Bitcoins und ja. Es würde mich an dieser Stelle auch nochmal so ein bisschen interessieren. Jetzt haben wir genug Dialog geführt. Wer von euch an dieser Stelle ist natürlich auch all in Bitcoin gegangen seit heute? Ich meine, heute ist halt auch einfach der beste Tag, denke ich persönlich. Also wenn man das historisch sich mal diesen Kurs nochmal anschaut hier, sehen wir hier wirklich eine sehr schöne Kurve an dieser Stelle. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also historisch gesehen ist das einer der besten Momente, um überhaupt in, ja, Bitcoin, denke ich mal, all-in zu gehen, finde ich persönlich. Das ist so wirklich, also ich glaube, das wird die beste Entscheidung meines Lebens, glaube ich. Also wie sieht das bei euch aus? Seid ihr da auch mittlerweile all-in gegangen? Der heutige Tag ist wirklich sehr gut dafür gedacht. Und ja, kommen wir mal so ein bisschen in den Chat. Ich habe noch, glaube ich, gar nicht mal grüßt. Guten Abend Joachim, guten Abend Pierre, Tommy auch am Start. Weltenbummler, der liebe Theodor Josef Eisenring, Eno auch am Start, guten Abend, BitM, Andreas Lutz, der McFly ebenfalls. Was haben wir denn noch so? Wer ist noch am Start? Apropos Bitcoin, der Tesla, ihr wisst ja Bescheid, die Leute, die auch das heutige Tesla-Video gesehen haben, Tesla sollte im Mai auf jeden Fall in der Garage stehen. Tesla Model 3 Performance, wisst Bescheid. Der ist natürlich auch im Zuge dieses Master Moves meinerseits gewesen. Ich habe mir halt einfach gedacht, wenn der Tesla schon in die Garage kommt, muss man auch entsprechend all in Bitcoin gehen, damit sich auch der Tesla irgendwie dann auch wieder refinanzieren kann. Ja? Also das nochmal hier an dieser Stelle. Was haben wir denn hier? All-in GameStop, also GameStop ist mir tatsächlich ein bisschen zu konservativ. Also ich finde, GameStop ist, kann man natürlich machen, aber ist mir ein bisschen zu konservativ. Da lege ich schon ein bisschen mehr Wert auf, ein bisschen Zunder. Und also GameStop, da kann wahrscheinlich auch meine Oma rein investieren und... Weil man kennt das ja, also GameStop ist ja wirklich, sollte so standardmäßig schon so in jedem Sparplan drin sein. Natürlich alles keine Anlageempfehlung, ja, aber so GameStop ist schon so ein bisschen, so kann man machen, aber ist jetzt nicht gerade wirklich so, dass das, ich sage jetzt mal, aggressive Investment schlechthin ist eher so ein bisschen, wisst ihr, was ich meine. Ich kenne jetzt das Wort nicht, aber ihr wisst, was ich meine. So, ich glaube, jetzt haben wir genug Scheiße gelabert, ja. Es tut mir leid, mein Humor ist wirklich dreckig, mein Humor ist wirklich unter aller Sau und auch das Tesla-Video ist auch nicht gut angekommen, aber ihr kennt ja meinen Humor mittlerweile. Und es gibt Leute, die feiern den Humor und Leute, die feiern ihn gar nicht und dazwischen gibt es eigentlich nichts. Also entweder feiert man den Humor oder man feiert ihn nicht. Und zwei Drittel der Leute feiern ihn meistens und ein Drittel der Leute feiert es gar nicht. Der Telof Jana schreibt, GME ist eine Hosenträgeraktie, let's go. Das war wahrscheinlich das Wort, das ich gesucht habe. Wir wollen heute wirklich ein echtes Thema natürlich auch ansprechen oder ein cooles Thema. Ich habe hier nämlich heute was Cooles rausgesucht für euch heute. Und Spaß beiseite, Auflösung, bitte bis hierher geschaut haben. Natürlich bin ich nicht all in Bitcoin gegangen und nein, ich habe auch keinen Tesla gekauft. Damit auch wirklich jeder, der irgendwie nur ansatzweise denkt, dass ich das ernst gemeint habe, weil er die Ironie, den Sarkasmus, meinen Humor einfach persönlich nicht versteht oder mich selber nicht kennt. Nein, ich bin natürlich nicht all in Bitcoin gegangen. Nein, GME ist keine langweilige Aktie. Aktie, GME ist eine Hochrisiko-Aktie, ebenso auch Bitcoin als Investment ist ebenfalls ein Hochrisiko-Investment,
oder eher sogar eine Spekulation. Das nochmal kurz auf Auflösung, damit mich da jetzt niemand irgendwie dann dran kriegt und sagt, der Thomas hat gesagt, er geht all in Bitcoin und ich bin auch all in Bitcoin gegangen und ich habe die Ironie nicht verstanden. Okay. Haben wir es jetzt aufgelöst. Ich möchte heute tatsächlich euch jetzt erstmal nochmal ein richtiges Hallo sagen, nachdem wir jetzt diesen 10-minütigen Joke durchgezogen haben, der sehr trocken gewesen ist. Aber ich möchte heute mit euch drei sehr spannende Videos angucken. Das heißt, es wird drei Reactions geben. Und das heißt, wir werden heute wahrscheinlich ein bisschen überziehen, aber ich denke, das ist ganz okay. Und das Video habe ich tatsächlich, bin ich darauf aufmerksam geworden, weil Finanzfluss drauf reagiert hat. Und ich finde das super spannend. Und wir gehen da mal kurz rüber, vielleicht kennt ihr das ja. Und zwar handelt es sich hier um Löwenzahn. Lieben Peter Lustig, weiß nicht, ob ihr das kennt. Hier geht es nämlich um Aktien. Ja? Und das finde ich ein sehr, 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 sehr spannendes Video oder eine Kika-Episode. Und ich erinnere mich, glaube ich, auch noch daran, dass ich das geguckt habe. Und wir werden uns das jetzt reinziehen. Ich habe richtig Bock drauf und ich kann euch sagen, das ist echt eine coole, geschmeidige Sache. Und an der Stelle müsst ihr mir einfach sagen, ob ihr alles hört, ob Audio okay ist. Ihr kennt das ja so bei den Reactions. Und ich würde sagen, wir legen direkt los mit dem lieben Peter Lustig. Übrigens, Rest in Peace. Aber Peter Lustig ist einer meiner Kindheitshelden. Habe ich richtig gefeiert und Löwenzahn ist einfach Ehre. Ja, der DAX steigt. Gut, braves Tier. Nun, Braves Tier. Der DAX steigt. Ja, komm, braves Tier. Die Aktien, ja, hier. Ah, Schnellgeld ist ein Topf. Und die Aktie, ja, klettert auch. Wunderbar. Na denn, Wunderbar. Kauforder. Ja, herein. Morgen, Herr Lustig. Morgen, morgen. Eine Nachname, 86,30, bitte. Was ist es denn? Moneymaker Software House. Na, endlich. Alter, Moneymaker Software House. Es hört sich so wie der nächste Scam an, wenn jetzt so die Werbung kommt, so, stopp, 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 stopp. Jetzt die Moneymaker Software und du kannst 10.000 Euro pro Monat nur mit 5 Minuten Aufwand pro Tag verdienen. So hört sich das an und ganz ehrlich, Props an diesen Mac oder ich weiß nicht, wie die noch heißen von damals, aber sieht geschmeidig aus. Der hat schon gewusst, was auf was für Geräte er setzen muss. Hoffentlich hat er ja Apple-Aktien in seinem Portfolio. Das ist nämlich Software für meinen Computer, fürs Online-Banking. Ja, damit habe ich jetzt Zugriff auf die letzten Geheimnisse des Geldmarkts. Ja. Geldmarkt? Ja. Alle Achtung! Ja. Damit haben Sie zu tun? Kann doch jeder, wenn er einen Computer hat. Sehen Sie hier, jetzt habe ich 200 Aktien von Schnellgeld gekauft. Die werden jetzt steigen und steigen und steigen. Irgendwann verkaufe ich sie wieder und habe dann Geld verdient, ohne einen Finger zu rühren. Dann können Sie mir jetzt mal meine 86,30 geben. Alter, ich feiere das einfach so, ich weiß nicht, das ist 2000 Jahrtausendwende, also 2000, irgendwie um die 2000, ja, diese Episode, also es ist 20 Jahre alt. It's no front, aber sieht schon geil aus. Sieht schon geil aus. Man hat damals schon E-Banking gehabt, hat damals schon die Order platziert. Sehr, 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 sehr geschmeidig. Naja, gucken wir nochmal ein bisschen so zurück. Er ist ein bisschen skeptisch, der Boy. Ich habe hier Geheimnisse nämlich des den Titel gerade Geldmarkts. angepasst. Geldmarkt. Ja. WKN 9854751. No, WKN 985. Meine Güte, 985 4751. 4751. Was ist jetzt das, Mann? Gibt's gar nicht. Gibt's nicht. Scam, Betrug. Alle Achtung! Ja. Damit haben Sie zu tun? Kann doch jeder, wenn er einen Computer hat. Sehen Sie hier, jetzt habe ich 200 Aktien von Schnellgeld gekauft. Die werden jetzt steigen und steigen und steigen. Irgendwann verkaufe ich sie wieder und habe dann Geld verdient, ohne einen Finger zu rühren. Das hört sich so wie so eine schlechte MLM-Werbung an oder irgend so ein Scam-Shit-Scam-Kurs oder irgendein Müll, irgendeine WhatsApp-Gruppe, oder? Oder was sagt ihr da jetzt dazu? Natürlich gibt es das Unternehmen Schnellgeld nicht, die haben da irgendein Fake gemacht. Können Sie mir jetzt mal meine 86,30 geben? Machen wir doch gleich hier. Wie ist denn Ihr Überweisungsträger?
Eine Nachname muss bar bezahlt werden, Herr Lustig, sonst ist es doch keine Nachname. Tut mir leid. Ich dachte, Sie seien ein moderner Betrieb, die Post. Bargeld. Wer hatte noch Bargeld im Hause? Aber na bitte. Ja, hier. Ja, hübscher leuchtet der. Alter, sind das echte Euroscheine? Die sehen so ein bisschen fake hier aus. Ja, ein Erbstück von meiner Tante Frieda. 20, 40, 60, ja, 62. Ja, mehr kriege ich nicht zusammen. Den Rest könnte ich Ihnen doch morgen vorbeibringen, nicht? Nein, nein, nein. Das holen Sie sich mal schön am Post. Alter, no front. Der Peter Lustig ist ja ein richtig, richtiger Dirty-Kunde. Ja? Das ist so richtig so. Ja, ich kann ja noch mal meine letzten Socken schenken, aber bitte gib mir das Paket, damit ich nicht zur Post laufen soll. Ja, aber ansonsten ist Peter Lustig richtiger Ehrenmann. Aber jetzt hier so richtig asozial beim. Ich meine, der Typ will ja nur seinen Job machen und er braucht das Geld halt nicht für ihn selber, sondern das muss er dann auch abgeben, das Geld. Das bekommt er nicht er. Und dann muss er dann noch die drei Euro, die fehlen, dann noch draufzahlen oder so. Let's go. Amt ab, Herr Lustig. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag. Ach, Moment. Da sehe ich noch was. Ich bin ja doch noch nicht ganz arm. Also ich hätte sie schon. Oh nicht shit, erkannt. Was habe ich gemacht? Ich habe mich verdrückt, sorry. Hier waren wir. Ich könnte sowas kaum. Also wenn ich da Geld rein tue, ich würde das nie kaputt machen, weil. Es wäre mir zu schade um das Sparschwein. Ja? Na bitte, wer sagt's denn? Ist auch noch allerhand ausländisches Geld dabei? Das können Sie doch umtauschen. Haben Sie ein schönes Trinkgeld, ne? Ich bin doch kein Kellner und schon gar keine Wechselstube. Hier ja. Haben Sie Ihren Abholschein. Tag. Tag. Ah, Moment mal. Wie wär's denn mit einem Tausch? Dieser schöne Leuchter gegen das Päckchen. Wir sind doch hier nicht auf einem. Ich mache mit meiner Freundin immer so Jokes mit diesen Trading Cards. Wenn ich mal broke bin und kein Geld mehr habe oder es nicht irgendwie habe, gehe ich so in den Supermarkt und sage so, hey, ich würde gerne meinen Einkauf mit einem Base Set Booster Pack bezahlen. Nehmen Sie das auch entgegen? Und dann denke ich mir auch immer so, alter Schwede, das muss ja so richtig die Situation sein. Im arabischen Bazar. Außerdem stellen Sie sich vor, jeder Kunde würde mir sein Zeug andrehen, der eine seine Bratpfanne, der andere ein Ölgemälde. Warum eigentlich nicht? Ist doch eine hübsche Idee. Und neu ist sie auch nicht. Menschen haben schon immer was getauscht, weil sie etwas brauchten, was sie nicht hatten. Und weil sie dafür aber etwas hatten, was andere gebrauchen konnten. Also wurde getauscht auf dem Markt. Also tauschen? Bin ich immer ein großer Fan von gewesen und immer noch, ich mache ja auch nichts anderes als tauschen, ob jetzt Geld gegen Karten, Karten gegen Karten, Karten gegen Geld, tauschen, also ich bin so der, also wenn ich in einer anderen Ära geboren worden wäre, wäre ich wahrscheinlich so ein wandernder Händler oder wie man dem sagt, der von Stadt zu Stadt zieht und dann auch immer so versucht, so diesen Arbitrage zu machen, in der Stadt gibt's das günstiger und in der Stadt ist das teurer und dann immer hin und her gehen und diesen Arbitrage machen und sich so richtig hochhasseln, Alter. So einer wäre ich, glaube ich, so ein Typ wäre ich. Aber es ist eigentlich noch krass so, wie sich das entwickelt hat über die Jahrtausende. Und es ist schon crazy. Also, ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt weitergeht. Ich bin jetzt nicht so der in Geschichte ultra aufgepasst hat, aber ja. Tonkrüge gegen Obst, Waffen gegen Felle, Silberschmuck gegen Kamele. Naja, was man eben so brauchte. Manches war besonders beliebt beim Tauschen. Dinge, die jeder gebrauchen konnte. Spannendes, Dinge, die lebensnotwendig sind sehr oft, sobald eine Gesellschaft oder Menschen, ich sag mal, etwas fortgeschrittener sind in der Gesellschaft, immer sehr kostengünstig, also Dinge, die lebensnotwendig sind. Aber Dinge, die nicht lebensnotwendig sind, Luxusprodukte, Trading Cards, Taschen, Kleider, Schmuck, alles Mögliche, ist exorbitant teuer. Und das finde ich schon mega krass und sehr spannend. Und das war damals schon so, das ist heute noch immer so. Vielleicht verändert sich einfach das Produkt oder was auch immer das ist, aber es ist schon damals so gewesen. Das finde ich sehr spannend, so diese Gegebenheit, dass sich das immer so in die Richtung entwickelt. Speerspitzen, Kaffeebohnen, Steinringe und Salz. Ja, Salzstangen brauchte ja nun wirklich jeder. Es war nur etwas mühsam, sie zu transportieren. Auch die Steinringe waren nicht besonders handlich, aber immerhin, sowas war das erste Geld.
Es musste nur noch kleiner werden. Wertvoll sollte es aber trotzdem sein. Also nahm man kleine Metallstückchen. Kupfer oder Silber oder Gold. Die konnte man leicht im Beutel mitnehmen. Und dann prägte man das Gewicht hinein. Ja, da wusste man doch, dieses Klümpchen Gold wiegt so und so viel. Aber wie hat man damals überprüft, ob jetzt das Gold echt ist oder das Kupfer oder das Silber? Es kann ja sein, dass es ja fake ist. Es gab doch sicher Leute, die haben Münzen gefaked, oder nicht? Gibt es ja auch heute. Gibt ja auch heute Leute, die Geld fälschen, also so Blüten in Umlauf bringen. Gab es damals nicht auch irgendwie? Das ist ja... Damals war das vermutlich viel einfacher als heute, oder? Weil heute gibt es ja ultra viele Sicherheitsmerkmale bei den Banknoten und Münzen oder whatever. Man muss es nicht extra wiegen. Besonders dann nicht, wenn ein bekanntes Symbol draufgestempelt war. Das Zeichen des jeweiligen Landesherrn. Alle Könige und Kaiser ließen dann natürlich stolz ihren Charakterkopf auf die Silberlinge stempeln. Also ich mache irgendwann auch mal eine Sparkojute-Münze fürs Finanzrudel und die ist dann auch exklusiv limitiert. Number Cruncher schreibt, die Gegebenheit basiert auf einem einfachen Prinzip Angebot und Nachfrage. In einer industrialisierten Welt ist der Zugriff auf Nahrungsmittel kein Problem. Ja, genau, auf jeden Fall. Klingt logisch. Jetzt wo du es so aussprichst, auf jeden Fall. Macht ja auch ultra Sinn irgendwie. Meine Güte. Es gibt viele wichtige Medikamente, die mehr als 100.000 kosten. Ja, klar, aber es geht ja dann effektiv wieder hier, wenn wir Number Cruncher jetzt auch den Ansatz nehmen, Angebot und Nachfrage. Und anscheinend ist dann die Nachfrage für diese Medikamente deutlich höher als das Angebot. Natürlich ist dann die Frage, man kann natürlich das Angebot künstlich verknappen und das ist dann nochmal ein ganz anderes Thema. So ist es ja dann bei den Luxusprodukten, von dem her schwieriges Thema. Früher Metalle vergolden, das war bestimmt schwierig. Echt? Ich weiß es nicht, Pascal, ich kenne mich da gar nicht aus. Und durch die ganze Prägerei wurden die Metallklümpchen natürlich immer flacher und runder. Es wurden Münzen draus. Jahrhundertelang waren dann die Münzen das Geld. Natürlich brauchte man dafür sehr viel Gold und Silber. Die Spanier raubten deswegen ganz Südamerika aus, brachten das Edelmetall nach Europa, wo es dann unter großen Gefahren in Schatztruhen rumkutschiert wurde. Das war mühsam und gefährlich. Und deshalb kam es in China irgendwann mal in Mode, Schuldscheine auszustellen, wenn man größere Summen bezahlen musste. Einfach und Schuldscheine haben wir heute noch. Ja, das ist unser Bargeld. Habe ich hier irgendwo Bargeld? Ich glaube nicht. Oder doch, ich habe Bargeld. Ich habe hier, was habe ich hier? 100er-Note. Das ist wahrscheinlich auch ein Schuldschein. 100er-Nötchen. Wie findet ihr eigentlich die Schweizer Noten? Ich finde die immer mega sweet. Die sehen richtig gut aus. So, weiter geht's. Blatt Papier mit dem Versprechen, irgendwann dafür Gold rauszurücken. Na, wir Westler übernahmen die Idee mit dem Papiergeld. Und so zahlen wir auch heute an der Kasse eigentlich nur mit einem wertlosen Stück Papier. Ist ja auch leichter, da passt ja richtig viel rein. Ich meine, heutzutage hast du nicht mal mehr Papier oder Münzen im Sack. Also ich habe eigentlich nie Bargeld dabei, sondern habe eigentlich praktisch immer einfach nur die EC-Karte oder halt das Handy mit Apple Pay und das ist dann ultra gemütlich. Wie ist es bei euch? Habt ihr viel Bargeld dabei? Also ich habe wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, selten bis wenig Bargeld dabei. Auch für Parkuhren braucht man das nicht mehr. Das kann man alles übers Handy erledigen und man bekommt dann sogar auch noch Geld zurück, weil beim Bargeld bekommt man kein Geld mehr zurück bei Parkuhren hier in der Schweiz. Also ist schon gemütlich. Ich vermute mal, die Strafen eines Fälscher war auch ziemlich hart, Arm ab oder gleich der Kopf. Ja, damals war das auf jeden Fall vermutlich so. Heute gehst du halt ins Gefängnis, aber damals war es wahrscheinlich im Prinzip, ja, der Tod vermutlich. So Guillotine hängen lassen oder wie man dem auch sagt, also. Und dann bei Hände ab verblutest du sowieso meistens eh wahrscheinlich. Also ja, schon crazy. Früher wurde bei Gold- und Silbermünzen der Rand so abgetragen, dass man somit weniger zahlt. Ja, auf jeden Fall, das meine ich ja. Da kannst du ja auch noch so, theoretisch, wenn du das immer so ein bisschen machst, bei mehreren Münzen hast du dann immer, und wenn das jeder irgendwie macht, wird die Münze immer kleiner. Let's go. Nur Bares ist Wahres, bezahle hauptsächlich bar. Okay, ich nicht, Pascal, aber auch spannend. Der Jär hat immer so 20 bis 10 Euro einstecken, also bar. Ich habe nicht mal so viel, also ich habe wirklich eigentlich nie Bargeld dabei, immer nur mit Karte. Junior auch alles mit Bar, okay, krass, würde mich jetzt aber mal interessieren. Schreibt mal alle rein, einfach Bargeld oder digital oder Cashless von mir aus. Schreibt mal rein, wie ihr zahlt. Also ich bin ganz klar Cashless unterwegs. Ich bezahle fast alles mit Bargeld, bis auf Miete. Ey, krass, ihr seid hier richtig,
Richtig viele Bargeldliebhaber am Start. Viel nicht, ich habe Bargeld, mobiles Zahlen und verschiedene Karten. Ich mag den Gedanken, überall irgendwie liquide zu sein. Okay, ja. Man kann natürlich auch alles dabei haben, wenn mal auch Elektronik ein bisschen rumspackt oder spinnt. Kann man auf jeden Fall auch machen. Aber ich bin auf jeden Fall cashless unterwegs. Dass wir aber in Gold umtauschen könnten, wenn wir wollten. Also wir können Gold kaufen, aber umtauschen, glaube ich schon länger nicht mehr. Aber kaufen kann man es einfach. So, jetzt gehe ich zur Bank und hole mir Bargeld, dann zur Post und das Päckchen und... Ach nee, was haben wir denn da? Schreiben ganz viel, ey, ultra viele Zahlen mit Bar. Krass, Alter, krass. Hätte ich jetzt nicht erwartet, aber hey, so wie jeder mag. Ah, ja, hat wohl einer den Leuchter draufgestellt und ist festgeklebt da dran. Hudiwoi. Wisst ihr was, meine Lieben? Ich mach mal ganz quick ein neues Thumbnail. Ganz quick. Tschüss. damit das Bitcoin-Thumbnail nicht mehr am Start ist, okay. Hoffe, das geht in Ordnung und ihr nehmt mir das jetzt nicht übel, wenn ich jetzt hier kurz die Zeit hier mir nehme. Das müsste ja, glaube ich, in Ordnung gehen. Kann ich das überhaupt noch im Nachhinein ändern? Geht das überhaupt hier auf YouTube? Was meint ihr? Schaffe ich das? Weil das Bitcoin-Thumbnail habe ich eigentlich nur für den Anfang gemacht und das passt jetzt ja überhaupt gar nicht mehr, finde ich. Weil so auf Twitch, das finde ich noch cool, da passt sich das alles automatisch an, ja. Aber hier geht das natürlich nicht automatisch, darum muss ich das jetzt hier manuell machen. Es ist größer als 2 Megabyte. Also, in der Zeit, wo ich jetzt das gerade mache, habe ich noch eine andere Frage, und zwar, 1. April, habt ihr euch heute, Real Talk, habt ihr euch von jemandem heute reinlegen lassen? Außer von mir vielleicht. Real Talk, also ganz ehrlich, seid ehrlich. Also ich habe mich heute, bevor wir schlafen gegangen sind, schon von meiner Freundin verarschen lassen, weil ich zu doof zum Kacken gewesen bin. Und ich bin schon direkt drauf reingefallen. Heute Morgen war das irgendwie um 2 Uhr morgens oder so, kurz bevor wir schlafen gegangen sind. Ja, bin ich da schon total reingefallen und epic fail so an der Stelle. Aber seid ihr da schon heute reingefallen? Würde mich jetzt einfach persönlich nochmal so ein bisschen interessieren. So, jetzt haben wir das neue Thumbnail gemacht und wir können weiter gucken. Herkommt? Ja, die bei der Bank werden es mir ja sagen können. Das ist eh irgendwas Asiatisches. Die Asiaten haben Münzen mit Löcher. Nicht schlecht. In Japan sogar noch heute. Aber jetzt pass mal auf, wie der Meister das macht. Hast du das gesehen? Spitze. Ha, gewonnen. Hey, Latzhose. Hä? Willst du auch mal? Ja, warum nicht? Ja, von hier. Von hier. Latzhose, let's aber go! Aber Erwachsenen ist nur eure Mindesteinsatz, ist klar, ne? Ja, ist klar. Oder hast du etwa Angst? Nö. Alter. Ja, bitte. Let's go. Latzhose. Nicht schlecht. Ja, jetzt du. Ha! Gewonnen. Alter, hier wird richtig gegambelt. Was ist denn hier mit Peter lustig? Da wollte ich hier den kleinen Boy abziehen, wurde aber selber abgezogen von dem kleinen Boy. Hat es direkt 1 Euro mal Minus gemacht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie wär's mit einer Revanche? Wenn wir den Einsatz verdoppeln und du gewinnst, hast du dein Geld zurück? Ja, klingt gut, aber du, ich muss weiter. Tschüss. Na gut, tschüss. Komm mal weiter, schnell. Er wurde um 1 Euro abgezockt. Mittagspause. Mittagspause. Na, nehmen wir eben. Alter, ich hasse Mittagspausen bei Banken. Wieso gibt's das? In jedem anderen Betrieb gibt's keine Mittagspause. Es ist ja nicht so, dass ich in den Coop oder Migros gehe oder in den Edeka oder so und dort gibt's Mittagspause. Aber Banken haben Mittagspause. Das check ich nicht. Kann man nicht einfach in Schichten in Mittagspause reingehen? Kann man nicht einfach sagen, yo, du gehst von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr und du von 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr und dann ist halt einfach offen über die Mittagspause. Das werde ich nie verstehen, das werde ich niemals verstehen. Und dann machen sie schon meistens um 4 Uhr zu. Ja, werde ich nie verstehen, werde ich nie verstehen.
Was hast du in deiner IPA für eine Note gehabt? Oh, ich weiß gar nicht mehr. 5,5 oder 5,8, eins von beiden. Ich weiß es echt nicht mehr. Plastikgeld. Obwohl, das ist ja auch kein Geld, sondern nur eine Art Schlüssel. Damit komme ich an mein Konto ran. Und das Konto ist auch nur eine Zahl, die sagt, wie viel Geld ich habe. Aber das kann ich mir ja nur auszahlen lassen, notfalls hier irgendwo das... hier. Auszahlen. War das eigentlich so damals, so diese Bankomaten, der New Technology Shit? So vor 20 Jahren oder gab es das schon viel länger? Weil das ist ja heutzutage, ich weiß ja nicht, das muss man ja keinem erklären mehr, oder? Das ist so crazy, crazy. Ja, dahinter sitzt ein Lesegerät, das kann diesen Magnetstreifen lesen und dann weiß das Ding hier, dass ich Kunde bin, nicht? Ne? Wollen wir mal. Ja. So. Hä, aber das benutzt doch nicht den Magnetstreifen, das benutzt doch den Chip, das hat er sogar auch noch so einen Chip drauf. Also ich dachte, so Magnetstreifen ist schon sehr lange outdated. Auch schon vor 20 Jahren, oder nicht? Auszahlung. Ja, was werde ich brauchen? 300 Euro. Ja. Ja, die Geheimzahl, klar. Ne? Jeder, der eine Karte hat, braucht auch eine Geheimzahl. Sonst könnte ja jeder an mein Geld ran, wenn ich die Karte mal verliere. Ne? Also wie war jetzt die Quadratwurzel von meinem Geburtstag? Das wäre die 3. Die ziehe ich ab von meiner Schuhgröße, 44, 41 und meine Glückszahl sind 7. Also. Also wenn jetzt jemand hier mitgerechnet hat, weiß man seinen PIN. Let's go. 3, 4, 1. Achso, er zeigt es auch. 7. Ja. Ihre Eingabe wird bearbeitet, Let's haben Sie ein wenig Geduld. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ihre Karte wurde einbehalten. Er wurde gescammt von der Bank. Er bekommt nicht mal mehr seine Karte zurück. okay, Magnetstreifen ist anscheinend damals auch noch üblich gewesen vor 20 Jahren. Okay, wusste ich nicht. Und was, Bankomaten gibt es schon seit 1967? Okay, dann gab es die ja schon länger. Dann, okay, spannend, dass er das so genau erklärt hat. Wenn Peter Lustig noch leben würde, hätte er uns heute erklärt, wie man Bankautomaten hackt. Dann spuckt der Automat jede Menge Geld raus. Klingt komisch, ist aber so. Let's go. Schön wär's, oder? Der Mann glitscht. Das gibt's doch nicht. Hier ist er. Bitte sprechen Sie bei Ihrer Bank vorher. Ist das nicht der Herr Lustig? Ja, hier sprechen. Da ist ja keiner da. Funktioniert nicht. Irgendwas ist hier. Hallo. Ja. Alter, der muckt richtig um. Hallo, ey, ich will mein Geld. Gib mir mein Geld. Oh mein Gott. Boah, so geil. Ich feier's. Ich feier's. Also ich habe damals Kika so, also vor allem Peter Lustig so gerne geschaut. Löwenzahn. Ehre. Herr Lustig, wollen Sie zu uns? Ja, der Automat hat meine Karte gefressen. Ah, und dann schlagen Sie gleich Alarm. Das wollte ich doch nicht, aber ich brauche Geld. Na gut, dann kommen Sie mal mit. Die Mittagspause ist eh in einer Minute rum. Schön. Aber deswegen gleich Alarm? Naja, die Bank muss sich ja schützen vor allerhand Gangstern. Inzwischen soll es sogar Automaten geben, in die man seine Karte steckt und dann wird man beobachtet. Hinter diesen Lämpchen steckt aber kein Kommissar, auch kein Fotograf, sondern eine Maschine, die sich Gesichter merken kann. Ein Computer natürlich. Und der soll sich jetzt dieses Gesicht merken. Alter, Face ID. Ja, macht er auch. Er notiert sich. Das ist Face ID aus dem Jahre 2000, ja, also nicht Apple hat Face ID erfunden hier groß gemacht, sondern hier diese Facebacks heißen die, oh mein Gott. Zum Beispiel den Augenabstand oder die Position der Nase. Und wo er gerade dabei ist, merkt er sich auch noch die Fingerabdrücke des Fräuleins. Okay. Naja, das kennt man ja, jeder Mensch hat ein anderes Linienmuster. Dies hier gibt es nur einmal auf der Welt. Auch unsere Augen sind einmalig. Die Iris, das kornblumenblaue oder rehbraune oder sonst was Muster um die Pupille herum. Das ist einmalig. Also scannt der Computer auch noch die schönen Augen der Dame. Ja, das dauert eine Weile. Die werden verarbeitet. Mhm. Und dann werden die Biodaten, so nennt man die, von der Frau Hoffmann auf einer Karte festgehalten. Ihr Gesicht, die Einzelheiten ihres Fingerabdrucks. Und das ganz besondere Muster ihrer Augen. Tja, und dann muss sie nie wieder sich eine Geheimzahl merken. Sie steckt einfach ihre Karte in den Geldautomaten und lächelt ihn an. Na, ob das funktioniert? Also Real Talk?
Das ist doch jetzt schon so. Also, verstehe mich nicht falsch, aber wenn ich mein iPhone hier habe und einfach so, dass ihr das so ein bisschen versteht, wenn ich mein iPhone hier habe, habe ich theoretisch und auch praktisch mit meinen biometrischen Daten oder mit meiner Face ID praktisch Access auf einen Großteil meines Geldes, also meines Vermögens. Klar, es gibt dann bestimmte nochmal Hürden, wo man dann ein zweites Device nochmal braucht zur Bestätigung bei irgendwelchen Überweisungen und so weiter. Aber grundsätzlich habe ich hier mit Face ID, und das ist genau das, was hier gesagt wird, mit biometrischen Daten Access auf Zehntausende, Hunderttausende von Franken, die ich sofort accessen kann und verwenden kann mit meinen biometrischen Daten. Sogar von zu Hause aus. Ich muss nicht mal zum Bankomaten laufen. Ja? Ich kann mit meinen biometrischen Daten verdammte Pizza nach Hause bestellen. Also das finde ich ultra krass. Also finde ich gerade sehr krass. Also ich finde das wirklich crazy. Ich finde das wirklich sehr crazy, muss ich ganz ehrlich sagen. Muss ich ehrlich sagen. Vor allem hat er damals schon in seinem Wohnwagen gechillt. Heute fangen sie alle an mit ihrem Tiny House. Also Peter Lustig ist einfach ein Ehrenmann, ein geiler Typ. Ich habe auch die Magazine immer gekauft als kleiner Junge. Peter Lustig, absoluter Made My Childhood, so ein bisschen auch. Ich habe den immer sehr gerne geschaut. Ich weiß nicht, wie er das sieht, aber für mich, das ist wirklich, hat mich sehr gefreut, dass er solche Sachen gemacht hat damals. Hä? Wo ist es denn bitte so, dass wenn man Geld, also sein Konto überzieht, dass das Konto bei einer Abhebung, also dass die Bank bei einer Abhebung die Karte einzieht? Das macht doch keinen Sinn. Das ist kein Ton. Wie kein Ton? So, jetzt aber, oder? Ton weg. Ziehen wir uns nochmal rein. 7.000 Euro. Jetzt muss der Ton wieder da sein. Sehen Sie mal hier. Sie haben 2.000 Anteile der Aktie Schnellgeld erworben. Alter, das ist eine andere WKN. Das ist eine andere WKN. Schnellgeld. Also er hat ja vorhin 200 Aktien gesagt, das habe ich voll verchillt und das habt ihr im Chat geschrieben, aber er hat 2000 gekauft. Das heißt, er hatte gar nicht so viel Geld. Holy smokes! Aber seit wann zieht dann die Bank deine Bankkarte ein und spuckt sie nicht mehr aus? Also ist das nur... War das damals so? Das kann nicht sein. Es waren nur 200. Der Briefträger war dabei. Herr Lustig, das ist hier für uns nicht nachvollziehbar. Der Briefträger... Allerdings ist natürlich auf dem Computer schnell mal eine Null mehr gedrückt. Ja, was machen wir jetzt? Ich würde Ihnen ganz dringend raten, wieder zu verkaufen. Ja, gut, verkaufen Sie. In Ordnung. Hm. Aber es wird nicht gerade billig für Sie. Beim Verkauf der Aktien macht man natürlich Verluste und außerdem... Außerdem was? Schnellgeld ist im Moment im Abwärtstrend. Wir müssen also schnell handeln. Ja, dann handeln Sie. Leider bleibt Ihr Konto, bis das Geschäft vollkommen abgeschlossen ist, gesperrt. Ach. Auch das noch. Ah, Moment. Noch bin ich nicht am Ende. Ist das nicht so wie so ein Dispo oder so? Also wird dann dein Konto gesperrt? Also ich war auch schon mal ein paar Mal sozusagen kurzfristig im Minus, also wegen Liquidität, aber da wurde mir noch nie ein Konto gesperrt oder irgendwie die Karte eingezogen. Also, what the heck? Ich glaube, das ist so, wenn der geduldete Dispo überschritten wurde, ist doch, glaube ich, bei der... Ja, aber die nehmen doch die Karte, also die Karte bekommst du ja dann zurück, die wird dann nicht einfach eingezogen von der Maschine, oder doch? Das macht ja keinen Sinn, oder? Hier, das ist aus meinem Sparschwein. Können Sie mir das wechseln? Also hier die alte D-Mark-Münze, die können Sie natürlich an der Kasse wechseln. Aber das ganze andere ausländische Kleingeld, das ist hier im Inland leider nichts wert. Ach. Wieso nicht? Schauen Sie mal. Hier diese Münze ist aus Uruguay. Wenn wir sie erwerben, müssen wir sie nach Uruguay schicken, um sie in Euro zu tauschen. Aber der Transport ist natürlich teurer als die Münze selber. Ah, ja. Aber, Moment.
Ich habe noch was. Was halten Sie denn von dieser Münze hier? Die ist ja uralt. Tut mir leid, da muss ich passen. Hm. Aber wir haben eine Münzausstellung. Versuchen Sie es doch da mal. Ah ja, gut. Danke. Eine Bank und ich kümmere mich hat eine so Münzausstellung. Lange um Ihre Aktie. Sehr schön. Okay, spannend. Spannend. Sehr spannend. Na ja, vielleicht können die mir hier helfen. Immerhin gibt es ja Münzen und Scheine aus aller Welt. Donnerwetter. Tja, kriegt man direkt Lust zu verreisen und all das hier auszugeben. Komm, wir reisen um die Welt mit den Taschen voller Geld. Doch kaum betrete ich das Land, ist meine Währung unbekannt. Ja. Winterschön, was ist das? Euro nichts gut. Haben Sie keine Rubbel? Rubbeln wie? Rubbel. Ach, Rubbel, ja, ja. Geben Sie ein paar. Mhm. Alter, das... Lass drauf. Sag mir doch nichts. Das sind doch Fake-Euro-Scheine. Die sehen doch aus wie Monopoly-Geld. Was ist denn hier mit den Euro-Scheinen los hier bei Peter Lustig? Hat er die aus dem neuesten Monopoly 2000 genommen oder wie ist denn das jetzt hier gerade? In Russland braucht man Rubel, in England das Pfund, in Polen braucht man Zloty, viereckig oder rund, in Indien die Rupie, in Ungarn den Forint, in Israel den Schekel, den kennt dort jedes Kind. Senor? Gerne. Zeit. Sie brauchen Peso. Peso, wieso? Wieso? Weil das hier Währung ist. Ach so, Peso, ja. Gracias. Grena. Mexikaner. Also ich finde das mega spannend so, ich meine, das ist ja für Kinder, oder? Und da lernst du halt dann die ganzen Währungen, ja? Da lernst du die ganzen Währungen und das ist halt schon echt mega cool. Und ihre geht raus, ja? Also der hat da vielen Kindern Dinge, wichtige Dinge beigebracht, die einem die Schule zum Teil auch gar nicht beibringt, ja? Die Amerikaner zahlen mit Peso, die Schweizer nur mit Franken, die Türken gern mit Lira, ja, den Schweizer gibt's bei Franken. Banken. Brasilien will Cruzado, Amerika den Dollar. Und immer wieder wechseln, ich kriege bald nen Koller. Mr. Dollar, nix gut. Das wäre doch heute nicht mehr korrekt, oder? Kann man das heute noch bringen? Haben wir? Ja, Hühn, Hühn. Ja, gut, dann gehen wir. Gehen wir ein paar Hühn. Darf man den heute noch so bringen? Was meint ihr? Darf man den heute so bringen? Acker, Birr, Toa, Halalas, immer wieder tauschen, das macht doch keinen Spaß. Piaster in Inti, Inti dann in Pfund, das Pfund zurück in Kiat, die Hände sind schon bunt. Was soll er denn kosten? Sagen wir 2.500. 2.500 was? Die Ram, die Ram, wir haben die Ram. Die Ram habe ich nicht. Wie wär's denn mit Euro oder Franc oder Pfund? Die Ram, die Ram. Ich gebe Ihnen wunderschöne Teppich, Sie mir geben die Ram. Ich packe ihn ein. Wenn man eine Reise tut, dann kann man was erzählen. Vor allem muss man früh genug die richtige Währung wählen. Wechseln, 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 wechselnd um die Welt. Ich könnte mir die Haare raufen. Wie soll ich mir denn bloß was kaufen? Vor allem mit welchem Geld? Tja, mit dem Geld komme ich bestimmt nicht weit. Ihr erinnert euch doch nicht, die alte Münze, die unten an dem Kerzenleuchter geklebt hat, ja? Die bei der Bank konnten damit nichts anfangen, aber vielleicht werde ich ja hier fündig. Das ist die alte Bärstädter Münzhandlung. Ja, Bärstädter, genau. Guten Tag. Gibt es überhaupt die Stadt? Sagen Sie. Oder ist die fake? Was ist das hier für eine Münze?
Sie sind ein Glückspilz. Ach. Er hat das Charizard. Bayset First Edition. Hm. Guter Zustand, mögliche PSA 10. Schon, japanische Shogun-Münze. Frühes 17. Jahrhundert. Ah, ich erinnere mich. Natürlich, Shogun. Die japanischen Ritter, Schwertkämpfe und so. Großzügiges, immerwährendes Geld, heißt diese Inschrift wörtlich übersetzt. Es gibt nur einige hundert dieser Münzen. Vor allem nicht so gut erhaltene. Ah ja, und wozu ist denn nun dieses viereckige Loch in der Mitte? Da wurde ein Stab hindurchgesteckt. Das ist eigentlich ultra praktisch. Durch alle Münzen hindurch. So konnte man sie gut transportieren. Ist, glaube ich, immer noch ein Yen, glaube ich. Yen-Münzen sind immer noch so. Aber jetzt sagen Sie doch, was bringt denn so eine Münze? Wenn man damit auf eine Auktion geht, vielleicht 4 oder 5. Eventuell sogar 6. Oh, 6 Euro nur. 6.000. Natürlich. 6.000. Ja. Alter, natürlich. Jetzt gönnt er sich hier. Ja, das... Ich zahle ihn. 4.000 bar auf die Hand. Ey, muss er das jetzt versteuern, diese 4.000? Oder nicht? Er ist ja in Deutschland. Einverstanden wären? 5.000? 4,5. Gut, einverstanden. Danke. Tschüss. Tschüss. Let's go, Alter. 4.500 für die Münze und am Kerzenständer. So muss es laufen. Er lernt jetzt hier was. Schaut immer unter euren Kerzenständern, ob ihr nicht eine Münze für 4.500 Euro am Start habt. Denn dann, geht's wieder los. Tschüss, Florian. Hey, du machst mit? Hä? Ja, ach so. Ja, komm. Ja. Na gut. Hier ist mein Einsatz. Du bist dran. Na was denn? Traust du dich jetzt nicht? Alter, der zockt den Jungen einfach ab, Mann. Was ist los? Nee, wieso was? Na, dann mal los. Ja, nicht schlecht. Hey, du hast gewonnen, Mann. Ah, geschenkt. Kauft euch ein Eis dafür. Ehrenbruder, Ehrenbruder, Ehrenbruder. Ich hab genug davon. Peter Lustig, der Flexer. Ich hab genug davon. Er wusste schon, wie der Flex geht vor 20 Jahren. Ist der irre? Ehrenbruder. Ist der überhaupt echt? Ja, er sieht schon so ein bisschen fake aus. Na was? Die denkt doch nicht etwa, dass ich Geld fälsche. Mache ich natürlich nicht. Aber wenn ich's wollte, wie müsste ich's denn anstellen? Ich müsste erstmal so eine Pampe aus Baumwollfasern haben und dann die trocknen und bleichen. Dann hätte ich Banknoten, Spezialpapier. Ja, ganz geheime Zusätze müsste ich noch dazu mischen. Immer wieder kontrollieren und mischen und nochmal kontrollieren. Nur 3 Menschen auf der ganzen Welt kennen das Geheimrezept. Was? Ja. Wirklich? Ich glaube, der hier, der kennt's nicht. Echt? Und dann käme das Papier auf eine Walze, auf diese hier. Das ist eigentlich ein rundes Sieb, das Wasser kann aber nicht überall gleich gut abfließen. Und deshalb gibt es dickere und dünnere Stellen im Papier. Das sind die Wasserzeichen. Ja, und dann wird natürlich immer wieder kontrolliert und kontrolliert. Ja, stimmen die Maße? Mhm. Auf den Millimeter genau. Naja, und natürlich die Sicherheitsstreifen. Würde ich ja nie hinkriegen. Aluminiumbedampfte Kunststofffäden, 18 Kilometer lang und mit winziger Schrift bedruckt, werden in das Papier eingebettet. Ja, wer kann denn sowas? What the heck? Ja, das scheint mir das Schwierigste überhaupt zu sein für einen Geldfälscher. Das richtige Papier. Na, hier ist es schon fertig aufgewickelt.
wird natürlich nochmal kontrolliert. Nicht nur, ob es gut aussieht, sondern ob es auch reißfest ist. Und knickfest. Fast 4000 Mal muss man es knicken können, bis es zerbröselt. Ja? In Säure muss man es auch legen können. Ja klar, das Geld soll ja auch mal einen Waschgang aushalten. Und meine Güte, noch mehr Foltertests. Aber es lohnt sich. So ein Papier könnte ich nicht... Es ist schon krass, also was da so dahinter steckt mit dem Papier. Schon eine wilde Nummer. Nicht nachmachen. Na schön, das Papier ist jetzt fertig, aber es ist ja noch lange kein Geld. Da muss doch jetzt erstmal... Ah ja, erstmal wird es beschnitten. Ja, und kommt dann in die Druckerei. Ja, jetzt wird es interessant. Jetzt müsste man doch sehen, wie... Nee, da lassen Sie einen nicht genau hingucken. Ist ja auch logisch. Hochsicherheitsbereich. Ja, sicher. Ja, aber kontrolliert wird immer wieder. Zum Beispiel der exakte Druck. Das sind nämlich Spezialfarben und Spezialdruckverfahren. Sowas kann ein normaler Drucker überhaupt nicht. Das Rezept für diese Farben hat noch nicht mal James Bond. Ah ja, das sieht schon aus wie Geld am laufenden Band. Endlich also. Nein. Alter, da wird Geld wortwörtlich gedruckt. Jetzt versteht ihr, wieso es so wichtig ist, sein Geld, sein Asset oder sein Geld in Assets zu investieren, weil das einfach gedruckt wird wie blöde. Ja? Wichtig, meine Freunde. Sehr wichtig. Moment, da kommen ja noch die Hologramme dazu, diese reflektierenden kleinen Folien. Ja, also die könnte ich nur bestimmt nicht nachmachen. Na eher könnte ich schon auf jeden Geldschein eine Seriennummer stempeln. So wie diese Maschine hier. Das ist ja noch relativ simpel. Das kann jeder. Aber eins könnte ich in meinem Bauwagen nicht leisten. Immer eine exakte Luftfeuchtigkeit. Von genau 55% und 21 Grad. Aber jetzt sind sie endlich fertig, die Scheinchen. Wie viele trickreiche Geheimnisse stecken da drin? Und Gott sei Dank, die kennt nicht jeder. Also ich bestimmt nicht. Alter. Aber so ein Päckchen hätte ich schon ganz gerne. Ach, Herr Lustig. Heute gar nicht am Computer. Geld verdienen im Handumdrehen. Hm? Hören Sie bloß auf. Ich bin mal gerade eben so mit dem blauen Auge davon gekommen. Ja, Post für Sie. Ah ja, danke. Ach, wenn Sie so freundlich wären und das mitnehmen zur Post. Ich bin Briefträger, kein Kurierdienst. Money Maker Software House, das kenne ich doch. Ich will's nicht mehr. Wissen Sie, diese Computerbankgeschäfte, das ist nichts für mich. Ich rede doch lieber. Heutzutage musst du das ja, also bist du schon ultra fast schon gezwungen, das ja digital zu machen. Dass, wenn Peter Lustig heute noch am Start wäre, also eben Rest in Peace, dann müsste er da auf jeden Fall sich reinfuchsen in die Money Maker Software. Lieber direkt mit Menschen. Außerdem gibt's ja Wichtigeres als Geld. So? Da bin ich aber gespannt. Zeit, mein Lieber. Zeit. Der hat's gecheckt, der Peter Lustig. Da haben Sie recht. Da haben Sie wirklich recht, Herr Lustig. Und deshalb sollten Sie Ihre Zeit auch nutzen und dieses Päckchen selber zum Postamt bringen. Sushi. Dafür habe ich nämlich kein Geld. Moment. Wollen Sie welches verdienen? Ja, kommen Sie, wir ditschen ein. Sie fangen an und ihr schaltet ab. Ja. Hier die Linie. Moment. Okay. Das war ein richtig, richtig nices Video, wenn man das so sagen kann. Also Löwenzahn Peter Lustig, richtiger Ehrenmann, hat auch richtig jetzt Bock gemacht. Fand ich jetzt sehr spannend tatsächlich auch. Auch mal wieder so ein bisschen Nostalgie und haben wir jetzt auch so ein bisschen gesehen, wie das Geld produziert wird. Und der Theodor ergänzt noch nur, dass die kleinste Menge des Geldes ist Bargeld. Am meisten neues Geld wird durch Buchgeld, das heißt digital geschöpft. Auf jeden Fall, klar, natürlich. Aber das zeigt es halt nochmal bildlich so ein bisschen. Und digital schöpfen ist im Prinzip genau dasselbe wie drucken. Es ist einfach noch kostengünstiger, um es zu produzieren, weil halt die Produktionskosten praktisch kaum vorhanden sind in dem Kontext, wenn man das dann digital schöpft oder wie man dem sagt, ja.
Also sehr, 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 sehr spannend an der Stelle. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde so insgesamt Thema Aktien ist jetzt, es war jetzt tatsächlich in diesem Video Thema, aber insgesamt, dass es auch Banken, wie das Geld produziert wird, was da für Sicherheitsmerkmale sind, finde ich schon cool, wie das damals gewesen ist. Mich würde jetzt auch interessieren, ob das heute weitestgehend auch noch gleich ist, was auch die Produktion angeht. Und ich meine auch bei Bankomaten, Sicherheitsmerkmale und so weiter. Wir wissen ja heutzutage, dass wir bei Bankomaten keine Face-ID im Prinzip haben, aber auf solchen Geräten hier wie dieses iPhone haben wir das tatsächlich und da haben wir dann zum Teil auch Access auf unsere gesamten Bankdaten, Konten, Kreditkarten und Co. Und das finde ich schon sehr spannend, wie sich solche Sachen dann doch in irgendeiner Form tatsächlich in der Realität dann wiederfinden, obwohl es dann nicht am Bankomat ist, sondern sogar direkt bei dir zu Hause ist, auf dem iPhone oder auf dem iPad, vielleicht demnächst auch mal auf irgendwelchen MacBooks und anderen Geräten. Und man da dann komplett tatsächlich über seine biometrischen Daten, ob das jetzt mit Fingerprint oder mit Face ID oder vielleicht irgendwann auch mit Iris-Scanner, man dann Access zu seinen finanziellen Daten hat, Bankdaten hat, Bankkonten hat, Kreditkarten hat und dann online Zahlungen tätigen kann oder im Laden. Also ich kann jetzt hier mit meinem iPhone, mit meiner Face ID das entsperren, ich kann mein Handy ranhalten und dann kann ich automatisch zahlen mit dem und muss auch nicht mehr einen PIN oder so eingeben, sondern mein Face, mein Gesicht ist der PIN. Ja, muss halt die Maske kurz runter tun, dann wieder rauf tun und das finde ich schon sehr spannend, dass das in der Form tatsächlich jetzt schlussendlich ja doch in unserem Alltag drin ist, sogar noch komfortabler, da man nicht mal mehr an den Bankomaten gehen muss. Und das ist halt schon, finde ich, sehr krass, dass da damals schon an solche Sachen gedacht worden ist, vor, ich sage jetzt mal, 20 Jahren, wo dieses Video gemacht worden ist, mit diesen Bio-Dings-Bankomaten. Das sind wahrscheinlich irgendwelche Prototypen gewesen. Das finde ich schon sehr stark, sehr krass. Und das wird wahrscheinlich auch in Zukunft auch immer vermehrt und mehr und mehr und mehr werden. Vor allem jetzt auf solchen Home-Devices, damit es auch sehr komfortabel ist. Und irgendwann, wenn Bargeld abgeschafft wird, brauchst du eh keine Bankomaten mehr, sondern dann brauchst du halt ein Interface, ob das jetzt ein Smartphone ist oder halt ein iPad. Das wird halt dann wahrscheinlich dann irgendwann so sein, habe ich das Gefühl. Aber das ist natürlich noch eine Frage, die sehr emotional ist. Bargeldabschaffung, Bargeld nicht abschaffen. Da können wir ja vielleicht mal einen anderen Stream drüber machen und drüber diskutieren, wenn euch das interessiert. Aber ich finde, ihr habt heute, oder es war jetzt heute eine richtig coole Session hier am Anfang, der richtige low-key, humorvolle oder respektive flach April-Joke. Und jetzt hier noch ein bisschen mit Peter Lustig den Abend versüßt, so ein bisschen in Nostalgie geschwelgt, ein bisschen die Kindheit wieder auferlebt mit Aktien, Investments und Co. Wusste tatsächlich so rückwirkend gar nicht mehr, dass es so eine Episode gab. Hab's wahrscheinlich aber sicherlich auch damals als Kind schon gesehen. Vielleicht bin ich ja deswegen ja als Sparkojote am Start und er hat so diesen Samen gepflanzt. Wer weiß das schon, so unterbewusst könnte ja gut möglich sein. Und wenn ihr Ideen für solche Reaction-Videos habt, schickt mir die einfach per Direct-Message auf Instagram oder per Mail an info@sparkojote.ch. Ich habe da so eine Liste, da packe ich dann die Videos in diese Liste rein und da arbeite ich dann nach und nach ab, was ich halt auch spannend finde. Also wenn ihr da Reaction-Video-Ideen habt, die zum Thema Finanzen, Aktien und Co. passen, so wie jetzt dieses hier, das von Peter Lustig, Löwenzahn, schickt mir das einfach, hätte ich richtig Bock drauf. Und ansonsten würde ich sagen, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat, damit die Ratio ein bisschen besser wird. Aber ich glaube nicht, dass die Ratio besser wird wegen dem April-Joke den oder der Humor, den halt nicht jeder von mir mag. Aber ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Livestream am Sonntag. Habe ich schon richtig Bock drauf auf den Tea Time Talk. Da werden wir es uns gemütlich machen. Vielleicht werden wir uns auch das Thema Bargeldabschaffung oder eben Bargeldverbote mal genauer angucken und darüber diskutieren beim Tea Time Talk. Das könnte eine sehr spannende Sache werden. Und ich wünsche euch einen super schönen Abend, super frohe Ostern und wir hören uns wieder am Sonntag um 19 Uhr beim Tea Time Talk. Bis dahin, feiert schön Ostern mit eurer Familie.